viel Bock haben sie noch auf Scheiße, letzten, ich schau dir gleich aufs Maul, auf die letzten 107 Höhenmeter. Of course it was a pretty ambitious plan to travel 2000 kilometers through the Alps without using any gasoline. But the whole trip wasn't about running the biggest whitewater or running some first descents or whatever, it was more about the travel itself. Wichtig beim Sport ist ja eine ausgewogene Ernährung, deswegen gibt es heute Salat. Our bike-to-boat adventure led us from Cannes at the Côte d'Azur to Venice. And we traveled to 5 countries, which was France, Switzerland, Italy, Austria and Slovenia. And we did almost 2,000 kilometers and 22,000 meters of altitude in between. And we did 6-7 mountain passes. The highest one was about 2,500 meters in high. Timitzjoch in Austria to Italy. Oh, geile Fahrradtour heute wieder. Yeah, we planned the route according to where all those beautiful rivers are located in the Alps. Of course, it's quite exhausting when you use the bike, towing your trailer, and when you come to the river, it's different. Normally, you're much fitter when you get to the river and you have all your power to run the river. This time it was different because you lose a lot of energy just getting to the river. Going down with the bike when you come over pass, it's a lot of fun, bit scary too, because the trailer weighs about 40 to 50 kilo and it's pushing you down. The brakes had a hard time. I found it really cool to experience that you don't need so much to be happy. Yeah, you get up in the morning, have breakfast, go and cycle some kilometers, go kayaking, have some food again, and in the evening you're just tired and fall asleep. Yeah, and all these little things that happen beside the road make the whole trip more interesting. The weather this spring and this summer wasn't good all the time. We had a lot of rain, we had actually a lot of snow, and due to that fact we sometimes had too much water or too little water in the rivers, so we couldn't paddle all the planned runs. Höhenmeter haben wir jetzt geschafft vom Meer. Wenn die Berechnungen richtig sind, liegen jetzt nur noch 34.500 vor uns. Irgendwie begrüßen uns auch mal alle total freudig. Und Courage habe ich heute schon ungefähr 20.000 Mal gehört. Bon chance, Courage. Ja, da oben ist die Route Napoleon für Weicheier. Hier ist die Route Napoleon für echte Männer, die Originale. Und wir haben uns vorher so eine schöne App runtergeladen fürs Handy, wo man so Radrouten planen kann. Und die hat uns hier lang geschickt. Und ich habe den Verdacht, dass die Redakteure noch nie selbst Fahrrad gefahren sind, weil diesen Weg kann man auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Fahrrad fahren.
Ja, wir versuchen jetzt über den Schneeberg zu kommen. Zum Glück gleitet der so ein Boot ganz gut. Jetzt haben wir es andersrum gemacht und gucken mal, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das... Ich glaube, es ist total bescheuert, was wir gerade machen. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden, etwa 40 Kilometer vor Venedig. Motivation ist gerade im Keller. Jo, 78,3 Kilometer wieder gemacht. Heute? Heute. Gestern haben wir 107 gehabt, nah dran an unserem Rekord von 110. Haben wir leider nicht geknackt. Cheers, we made it to Venice.